Herr Birkner, fangen wir gleich mit Herrn Lindner an. Der hat dafür Schlagzeilen gesorgt, sagt, die Flüchtlinge müssen wieder zurück. Fischte hier in trüben Gewässern, war der Ausländer raus Parteien? Nein, das tut er definitiv nicht. Christian Lindner hat in dem Bild-Zeitungsinterview, aus dem das dann als Überschrift entstanden ist, die Programmatik der FDP wiedergegeben. Wir wollen drei Säulen für die Einwanderungs- und Asylpolitik. Wir haben einmal das Asylrecht, wo diejenigen Asyl bekommen sollen, die individuell verfolgt sind, so wie es im Grundgesetz in Artikel 16 und 16a ja auch niedergeschrieben ist. Die zweite Säule ist dann, dass wir einen besonderen Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge, für Bürgerkriegsflüchtlinge haben wollen. Wir wollen diesen Menschen Schutz gewähren, aber auch mit der Maßgabe, dass wenn die Kriegshandlungen in dem Herkunftsland beendet sind und eine Rückkehr in Sicherheit möglich ist, dass dann auch prinzipiell und grundsätzlich diese Rückkehr erfolgen muss. Und das Dritte ist, was wir ermöglichen wollen, ist mit einem Einwanderungsgesetz Einwanderungsmöglichkeiten jenseits der Flucht. Also Menschen, die aus anderen Motiven nach Deutschland kommen wollen. Wie es Kanada hat. Zum Beispiel nach dem kanadischen Punktemodell. Eine gesteuerte Einwanderung wollen wir ermöglichen. Und davon sollen auch die Kriegsflüchtlinge profitieren können, wenn sie denn die Voraussetzungen für eine Einwanderung nach dem Einwanderungsgesetz dann entsprechend erfüllen, sollen sie auch die Möglichkeit haben. Insofern ist das mit dieser Überschrift sehr verkürzt dargestellt worden, aber in dem Interview, wenn man es genau liest und aufmerksam liest, ist genau dort diese Programmatik der FDP dargestellt worden. Also Sie können es unterschreiben? Absolut, also ich kann das unterschreiben. Die Überschrift ist natürlich sehr verkürzt und lässt wesentliche Punkte aus, aber das mag an der entsprechenden Zeitung liegen, die ja eher über Bilder als über Texte arbeitet und an der Verkürzung, die da entstanden ist. Aber das, was im Interview steht, kann ich hundertprozentig unterschreiben, ist völlig zutreffend. Kommen wir auf Salzgitter gleich zu sprechen in diesem Zusammenhang. Da hat jetzt der Ansturm von Flüchtlingen dort die Zuteilung dazu geführt, dass der dortige Bürgermeister und vor allen Dingen der Ministerpräsident Weil die Reißleine ziehen wollen. Ja, die Landesregierung hat beschlossen, dass man dort eine sogenannte negative Wohnsitzauflage ausspricht. Das heißt, Flüchtlingen wird aufgegeben, dass auch wenn sie dann aus dem Asylverfahren raus sind, beziehungsweise wenn sie dann den subsidiären Schutz gebilligt bekommen haben, sich überall, aber nur nicht in Salzgitter aufhalten, beziehungsweise dort ihren Wohnsitz nicht nehmen dürfen. Wir halten das für eigentlich eine Symptombekämpfung nur. Also das Ziel muss sein, die Flüchtlinge möglichst schnell zu integrieren, sie in Arbeit zu bringen, damit sie auch ein eigenverantwortliches, selbstständiges Leben führen können. Und die Versuche, das über solche Methoden jetzt irgendwie zu steuern, sind aus unserer Sicht nicht wirklich effizient, weil sie einen hohen bürokratischen Aufwand bedingen. Das heißt, man wird dann anfangen müssen zu kontrollieren, was für Menschen haben denn da Mietverträge möglich geschlossen? Sind das subsidiäre, schutzbedürftige Menschen oder sind das ja vielleicht auch Ausländer, die einen anderen regulären Aufenthaltstitel haben? Ich halte das für sehr, sehr schwierig und eher für ein Stück weit ja auch dem Wahlkampf geschuldet, dass man hier jetzt so zu einer solchen Maßnahme ja bundesweit einmalig greift. Ich bin nicht davon überzeugt, dass dieses Instrument wirklich funktioniert. Würden Sie es also nicht unterstützen, diese Maßnahme? Nein, wir lehnen das ab. Wir wollen alle Kommunen und nicht nur eine, wie hier, in die Lage versetzen. Und das heißt, man wird entsprechend als Land Geld in die Hand nehmen müssen, hier die Integrationsarbeit vor Ort tatsächlich zu unterstützen und leisten zu können. Und dort, wo sich aufgrund zum Beispiel billigen Wohnraums oder günstigen Wohnraums Clusterbildung, die dann so sukzessive entsteht, wo sich dann besondere Schwerpunkte ergeben, da muss man besonders unterstützen. Aber das, was jetzt passiert, einige wenige Kommunen, also Delmenhorst, Wilhelmshaven und Salzgitter, diese finanziell zu unterstützen und bei Salzgitter dann noch zu dieser besonderen Maßnahme zu greifen, meinen wir, geht an dem Problem vorbei, weil auch andere Städte haben diese Herausforderungen. Größere Städte, die eben haben auch Stadtteile, bei denen dann solche Sachen stattfinden. Das ist jetzt kein singuläres Problem und ist eigentlich eine Aufgabe, die man landesweit betrachten muss. Dass man jetzt Salzgitter besonders bedient und heraushebt und die anderen beiden Städte auch, halten wir am Ende nicht für richtig, auch unter dem Gesichtspunkt der Belastung, die andere Städte haben und dann der Gleichbehandlung. Hier hat ja auch der Innenminister reagiert, hier dies verfügt gehabt.
Ja, im Wege eines Erlasses, was auch noch, ich sag mal, rechtliche Schwierigkeiten mit sich bringt, ob man aufgrund eines Erlasses, also einer Ministerialverfügung, gegenüber anderen nachgeordneten Behörden, ob man da eigentlich in die Freizügigkeit von Menschen eingreifen kann, die in Deutschland ja auch durch die Verfassung gewährt ist. Also wenn man zu solchen Instrumentarien greift, dann sollte es denn vielleicht auch eine gesetzliche Grundlage sein, damit der Gesetzgeber da auch die entsprechenden Abwägungen treffen kann. Also ich halte das alles für sehr fragwürdig und eher dem Wahlkampf geschuldet, hier ein Signal der Stärke setzen zu wollen, als einer klugen und überlegten und zu Ende gedachten integrationspolitischen Maßnahme. Kommen wir auf ganz andere Weise zum flachen Land, nämlich der Breitbandausbau für Niedersachsen, aber eigentlich auch für Deutschland. Was ist da schiefgelaufen, dass wir jetzt hinter Ländern, zum Beispiel im Osten, hinterherhinken im Ausbaustandard, das Hightech-Land Deutschland? Also zunächst mal muss man fairerweise sagen, dass die Ausgangsbedingungen für die Staaten vielfach unterschiedlich waren. Wir erleben es in osteuropäischen Staaten, dass dort gar keine Infrastruktur war und man dann gleich richtigerweise in die Breitband- und Glasfaserinfrastruktur gegangen ist. In Deutschland gab es immer auch eine Telekommunikationsinfrastruktur und dass man die mit in die Überlegung einbezieht, ist ja zunächst mal nachvollziehbar. Gleichwohl hinken wir insgesamt hinterher, auch in der Ausbaugeschwindigkeit. Das ist verantwortungslos aus meiner Sicht, weil es am Ende um die Zukunftschancen geht im Hinblick auf die Digitalisierung, um die Teilhabe an der Wertschöpfung von Digitalisierung. Wer dort nicht sich beteiligt, wird abgehängt werden und wird vielleicht noch die verlängerte Werkbank sein, wenn es gut geht, aber wird nicht mehr an den eigentlichen wertschöpfungsintensiven Teilen partizipieren. Und deshalb ist es unter diesem Gesichtspunkt wichtig, eine flächendeckende Breitband, nach unserer Sicht Glasfaserinfrastruktur zu haben, aber natürlich auch unter noch ganz vielen weiteren Gesichtspunkten wie moderne Arbeitsverhältnisse, moderne Arbeitszeiteinteilung. Man muss eben ja flexibel auch zu Hause arbeiten können. Diese Herausforderungen werden sich für Unternehmen, die im ländlichen Raum sind, immer mehr stellen, damit sie auch geeignetes und Personal anwerben können und attraktiv für Personal sind in Zeiten der Fachkräftemangels. Auch da wird das eine große Herausforderung sein. Und deshalb ist es unser Ziel, eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur zu legen, damit wir hier eben ja eine Vorreiterrolle bundesweit einnehmen können. Und da passiert im Moment zu wenig. Es ist ein Bürokratismus in den Verfahren, der dazu führt, dass zum Beispiel der Landkreis Hameln 15 Millionen Euro nicht in Anspruch nimmt, was ja ein Armutszeugnis ist dann für den Breitbandausbau in Deutschland. Und Sie warten sicher darauf, bis Herr Lorenz danach fragt, wie Ihre Verantwortung aussieht, als Sie damals noch mit an der Regierung war und das auch ausgeschrieben worden ist und die Firmen diese Margen, die Ihnen vorgeschrieben worden sind, vor allem in den Städten erfüllt haben und nicht auf dem flachen Land, wo es eigentlich hätte sein sollen und wo jetzt dieses starke Stadt-Land-Gefälle entstanden ist. Also ich glaube, man muss das ein bisschen abschichten, wo wie der Ausbau stattfinden kann. Das erste Ziel muss sein, dass der Ausbau und da nach meiner Überzeugung Glasfaserausbau dort stattfindet, wo es wirtschaftlich ist und dann durch die Unternehmen, durch die Telekommunikationsunternehmen, durch die Telekom, durch die EWE meinetwegen im oldenburgischen Raum, HTP in Hannover und so weiter. Also gibt es ja verschiedene Anbieter. Da muss natürlich, und das tun die auch, dort, wo es sich rechnet, bauen die erst einmal selbst aus. Und dann gibt es aber Bereiche, und das trifft genau den ländlichen Raum eben häufig, wo eben weniger Anschlüsse oder wo die Anschlüsse auf größere Räume verteilt sind, Ja, und das ist ja auch teurer. genau, und dadurch eben es teurer wird. Und dann ist es eben vielfach für die Unternehmen nicht wirtschaftlich. Und deshalb passiert da dann erstmal nichts. Und das ist genau der Staat. Dann ist der Staat gefordert, wo er entsprechend fördern muss. Und der Bund hat sich ja auf den Weg gemacht, das entsprechend zu unterstützen, hat sich lange zurückgehalten, hat das aber dann am Ende doch gemacht, aber hat da ein bürokratisches Monstrum aufgebaut, dass, wenn man sich da mit den Leuten unterhält, die da
konkret mit zu tun haben, die nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, da werden Datenfriedhöfe produziert und gefordert, die ein Landkreis ohne Berater extern gar nicht mehr leisten kann. Und dann werden die Daten am Ende auch nicht wirklich verwendet. Das muss dramatisch entbürokratisiert und vereinfacht werden. Und wenn sprechen wir jetzt über das Monster, das Herr Dobrindt verwaltet? Genau, das ist das, was die Bundesregierung mit Herrn Dobrindt als zuständigen Minister verantwortet. Dort sind durch den Projektträger, derjenige, der die Fördermittel dann zuweist sozusagen und die Anträge prüft, irre Anforderungen werden da gestellt, die an der Praxis und an der Realität komplett vorbeigehen, die dazu führen, dass Bundesgeld eben wie hier nicht in Anspruch genommen wird. Ich wollte jetzt eigentlich von Ihnen hören, dass Sie sagen, oh, da haben wir damals ja doch auch einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, weil das sind ja die... FDP damals mit in der Regierung war. In der Landesregierung oder in der Bundesregierung? In beiden. Also wir sind jetzt seit 2000, also für die Förderbedingungen, die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, sind wir nicht verantwortlich, weil das sind Entscheidungen, die in der letzten Legislaturperiode getroffen worden sind. Und was wir in der Landesregierung, in der aktuellen Landesregierung kritisieren, ist, dass sie ihre Breitbandausbaustrategie darauf beschränkt, die Fördermittel, die es von Bundes- und Europaebene gibt, quasi in einem Papier zusammenzufassen. Und das noch mit zeitlichen Dingen zu unterlegen, aber nur wenig eigenes Geld in die Hand nimmt. Und da meinen wir, dass man da mehr Geld hätte in die Hand nehmen müssen. Ich räume ein, aber das müssen wir nochmal konkretisieren. Niemand ist frei, Fehler zu machen. Insofern mag es sein, dass wir da auch den einen oder anderen Punkt nicht hinreichend erkannt haben. Aber meines Erachtens ist das Thema ein Top-Thema. Es ist überall als politische Priorität erkannt. Nur es passiert auch in den letzten 5 Jahren relativ wenig. Und da sehen wir an anderen Stellen mehr Entschlossenheit vorzugehen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen dort mit eigenem Geld und viel entschlossener und mit ehrgeizigen Ausbauzielen vorankommen, damit wir hier eine breitbandige Infrastruktur so schnell wie möglich tatsächlich haben. Und wie gesagt, das mit Glasfaser, das muss das Ziel sein. Wir sollten versuchen, von diese Zwischentechnologien wie Vectoring oder Ähnliches zu überwinden, weil sie uns in 5, 10, 20 Jahren werden sie eben längst nicht mehr ausreichen, um die nötigen Übertragungsraten zu ermöglichen. Die FDP als die Partei, in der sich der Kleinunternehmer wiedererkennt mit seinen Wünschen. Ist die FDP auch die Partei des kleinen Mannes? Dieses Wording des kleinen Mannes, das widerspricht schon einer liberalen Haltung, weil es sozusagen irgendwie den Bürger als Untertan sieht. Das ist nicht unsere Haltung. Also das heißt, Sie haben noch nie einen kleinen Mann gesehen? Wenn Sie jetzt von der Körpergröße meinen, natürlich habe ich den gesehen. Ich weiß auch, was Sie meinen. Wir würden uns das aber nicht zu eigen machen, weil wir niemanden sozusagen in solche Schubladen stecken wollen. Aber die FDP ist jetzt keine Partei für eine besondere Bevölkerungsgruppe, sondern die Freien Demokraten, und das ist der Anspruch, den wir zumindest haben, machen ein Angebot, das sich an alle Menschen richtet, die auf Eigenverantwortung sich gründen wollen und ihr Schicksal und ihre Dinge selber bestimmen wollen und nicht darauf warten, dass der Staat irgendwelche Angelegenheiten für sie regelt und das dann im Zweifelsfall bürokratisch macht. Für die gesellschaftliche Mitte, das heißt auch, dann sind wir bei der Steuerthematik im Prinzip, dass man und das sind vielleicht auch der vermutlich von Ihnen gemeinte kleine Mann, dass man dann auch, wenn man mal eine Gehaltserhöhung bekommt, auch was von seinem Geld übrig hat und diese kalte Progression nicht dazu führt, dass da im Prinzip am Ende nicht wirklich was übrig bleibt. Also dass Leistung sich auch lohnt und das ist völlig unabhängig von, ich sag mal jetzt, der Größe im übertragenen Sinne zu bewerten, sondern das trifft jeder Mann und jede Frau. Also das ist ja durchaus auch Ihre Klientel gewesen, denn mancher Mittelständler, mancher Arbeiter ist plötzlich abgerutscht in seinem Lohnniveau auch und gehört jetzt unter Umständen zu der Schicht, die um ihre Existenz kämpfen muss. Also ob es immer ein Existenzkampf ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Das mag im Einzelfall so sein. Auf jeden Fall ist mein Eindruck und das ist die Rückmeldung, die wir bekommen, dass vielfach eben der Eindruck entsteht, dass Leistung sich nicht lohnt, dass wenn man eben höheren Verdienst bekommt, befördert wird, sich weiterqualifiziert hat, eine andere Aufgabe übertragen bekommt und damit auch Lohnsteigerungen verbunden sind, dass man plötzlich auf dem Lohnzettel sieht, da bleibt wenig bis gar nichts am Ende von übrig.
und man fragt sich eigentlich, wo wird das eigentlich dann da auch honoriert, dass man sich hier mehr anstrengt? Und das sind genau diejenigen, die mit ihren Steuerzahlungen unseren Staat hier finanzieren. Das ist die gesellschaftliche Mitte und der wird auch angesichts der Milliardensteuermehreinnahmen, wird zu wenig auch übers Portemonnaie gewürdigt, muss man sagen. Der Staat nimmt sich heraus, hier einfach immer kräftig zuzugreifen und nicht zurückzugeben und das ist nicht in Ordnung und da setzen wir an und insofern trifft das jedermann. Unternehmer, mittelständische Unternehmer sehen sich oft besonders Maße durch die FDP repräsentiert, weil sie eben gerade dieses selber machen, Eigenverantwortung und mit Unternehmertum dann auch eine Partei, attraktiv finden, die genau auf diese Werte auch setzt. Aber das ist jetzt keine besondere Klientelpolitik, sondern es ist eine Politik, die darauf beruht, dass wir die Werte teilen, die dort dann auch zum Ausdruck kommen. Also ich denke an Kleinunternehmer, die zum Beispiel 10 Personen beschäftigen und für sich selbst nicht mal eine richtige Alterssicherung machen können. Natürlich sind wir, verstehen wir uns auch als Vertreter dieser Unternehmer. Genau, also das sind natürlich genau die Punkte. Also es trifft man in der Tat oft, dass die Selbstausbeutung dann da ziemlich ausgeprägt ist. Auch da geht es darum, ihnen da mehr Spielräume zu geben, um dann auch diese Leistungen erbringen zu können. Also zum Beispiel die Altersvorsorge selber zu regeln. Also nachdem wir jetzt von klein gesprochen haben, wollen wir doch wissen, wie groß wird die FDP im Wahlkampf am Wahlsonntag werden in Hannover und in Berlin? Sehen Sie sich in Hannover im Landtag? Ja, im Landtag sehen wir uns sicher. Das geben alle Umfragen her. Daran gibt es aus meiner Sicht gar keinen Zweifel, dass wir im Niedersächsischen Landtag wieder vertreten sein werden. Die Frage wird sein, welche Regierungskonstellationen sich am Ende tatsächlich erstmal rechnerisch bilden oder denkbar wären. Da wir eine Zusammenarbeit mit den Grünen in Niedersachsen ausschließen, bleibt für uns noch eine Zusammenarbeit mit der CDU, gegebenenfalls mit der SPD. Die SPD ist aber auf einem Niveau, und wir sind auf einem Niveau, dass es in der Summe aller Voraussicht nach nicht reichen würde, sodass sich faktisch für mich am Ende die Frage stellt, entweder es gibt eine große Koalition, weil auch die anderen Parteien entsprechende Zusammenarbeiten nicht anstreben, oder aber es gibt Schwarz-Gelb. Darauf wird sich, glaube ich, auch viel in den letzten 2 Wochen vor dem Wahlkampf konzentrieren. Alles unter dem Vorbehalt, wie es in Berlin ausgegangen ist, weil das wird natürlich die politische Stimmung und auch den Rahmen dann für den weiteren Wahlkampf setzen. Aber Sie gehen davon aus, in Berlin FDP reloaded, wieder zurück im Bundestag? Ja, davon darf ich, glaube ich, ausgehen, weil die Umfragewerte der letzten Wochen und Monate stabil in einem Korridor zwischen 8% und 10% liegen. Und die Stimmung, die wir erleben, jenseits der Umfragen, die wir bei solchen Veranstaltungen wie hier dem Sommerfest erleben, die ist ausgesprochen positiv und es gibt eine Aufbruchstimmung in der FDP und das wird uns auch in vielen Begegnungen gespiegelt von Bürgern, die nicht Mitglied sind. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird und dass wir wieder mit einer starken Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten sein dürfen. Das wäre dann die Rückkehr nach dem Desaster von 2013 und da wurde auch viel und hart dran gearbeitet, gerade an den eigenen Defiziten, die wir da ausgemacht haben und die dazu geführt haben. Und wir setzen alles daran, dass wir das wieder wettmachen können.